Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio hier mit Bob's Mods. Und letztes Mal haben wir hier die Verarbeitung von Lithium oder Lithiumprodukten abgeschlossen. Und was ich übersehen habe, ist, dass diese Produktion hier nicht nur Lithiumperchlorat rausspuckt, sondern auch noch Salz. Und das Salz müssen wir wieder hier zurück in unseren Kreislauf führen. Das habe ich noch gemacht. Und somit hatten wir auch Gelegenheit, dass die ersten beiden Züge bereits eine Lieferung machten. Und damit sollten wir alles Nötige beisammen haben, um uns den grünen Fläschchen anzunehmen und endlich wieder zu forschen. Und das ist auch nötig, denn wir haben hier unten ein Problem. Für die Produktion von Kunststoff benötigen wir Chlor. Das bekommen wir durch das Aufspalten. Und als Nebenprodukt haben wir Sodiumhydroxid, was wir für blaue Fläschchen benötigen. Aber wenn wir nicht forschen, brauchen wir keine blauen Fläschchen. Sprich, hier läuft alles voll. Und wenn dann alles voll ist, dann gibt es auch keinen Kunststoff mehr. Darum habe ich hier mal ein Warnsignal hingemacht. Und das mit der letzten Kiste hier hinten verbunden. Wenn die auch voll ist, dann werden wir das lautstark hören, dass wir hier etwas machen müssen. Und wie ihr seht, habe ich auch das Band hier auf gelb abgedatet. Und so wie es aussieht, produzieren wir nicht genügend Kunststoff für das, was wir verbrauchen. Aber das ist nicht unser Thema heute, denn wir wollen uns den grünen Fläschchen annehmen, die hier. Dafür brauchen wir Silikonnitrid, das haben wir nicht auf dem Bus, und Lithium-Ionen-Batterien haben wir auch nicht auf dem Bus, und Titanium-Rolllager. Die haben wir auch nicht. Aber wir können alles produzieren mit Dingen, die wir inzwischen auf dem Bus haben. Und wir müssen einfach schauen, hier hinten, da kommen unsere Leichtbauteile auf den Bus. Das heißt, wir werden das Ganze hier ziemlich weit hinten platzieren müssen, so dass wir nicht Förderbänder rückläufig haben entgegen unserem Bus. Ich habe mir das hier mal angeschaut, wie das denn so aussieht, und es ist nicht allzu kompliziert. Das Schwierigste hier sind vielleicht die Batterien, vier Einheiten, die wir dazu brauchen, und dann natürlich Siliconnitrid. Das haben wir, glaube ich, hier unten schon mal gemacht. Ja, und das ist quasi ein Zwei-Schritte-Dings, und das können wir eins zu eins so machen. Wenn wir uns überlegen, für die Batterien brauchen wir 12 Fabriken, und für das Siliconnitrid brauchen wir 16. Dann machen wir doch die Batterien zuerst. Etwa hier. Drin.
Und da brauchen wir zwei Bänder für den Input. Und ein Band für den Output. So. Und wie viel brauchen wir davon nochmals? 12. Also 2 haben wir. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, und die Bänder sind in der verkehrten Richtung. Das eigentlich auch, aber ich glaube, das spielt weniger eine Rolle. Aber hier, das muss alles hochlaufen. Dann machen wir das ein bisschen da nach drüben, sodass wir hier zwei Materialien dran tun können. Und was brauchen wir denn da? Kunststoff und Lithium und Carbon und wir sollten vielleicht die beiden Lithium-Produkte nicht auf dasselbe Band tun. Dann tun wir uns hier unten nämlich einfacher, das vom Band zu nehmen. Kunststoff und Carbon. Und dafür brauchen wir einige Untergrundbänder. Und dann sollten wir den ersten Teil schon fast haben. Wenn wir jetzt hier auf dieser Seite Umspannwerke machen und dann schauen, ob wir von irgendwo hier Strom bekommen. Können wir das schon mal anschließen und dann werden wir sehen, ob das auch so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Ja, das scheint zu funktionieren und damit können wir uns dem zweiten Material zuwenden. Das da ist das Siliconnitrid. Wenn wir uns das anschauen, brauchen wir hier 16 zu 16. Plus ein bisschen Stickstoff, das wir aus zwei Chemiefabriken bekommen, und einen Kompressor brauchen wir dazu. Den fordern wir uns doch gleich mal an. Wir sollten die noch haben. Abschließend mal ein paar gebaut. Und wir machen das wieder so. Und dann hier wohin machen wir das? In Öfen machen wir das. Sind es diese wahrscheinlich, die Chemieöfen? Ja. Und weil wir hier dann das brauchen, machen wir die Anordnung so.
heißt, hier haben wir ein Förderband hoch. Da haben wir das Förderband runter. Und dann können wir hier unten uns überlegen, wie wir den Eingang machen für die Materialien. Und dann machen wir das Ganze so. Wenn wir hier unten dann zwei Chemiefabriken für Stickstoff haben und das so machen, brauchen wir hier hinten einen Kompressor. Vielleicht brauchen wir hier auch ein Band und brauchen hier keinen Sauerstoff. Da holen wir uns jetzt das Silizium ran. Und davon brauchen wir 16. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 und die hier brauchen wir auch noch. Müssen wir allenfalls die Umspannwerke verschieben und wahrscheinlich zu wenig Untergrundrohre. Und dann die Kompressor. Zweite sollte wahrscheinlich kurz sein. Sehr schön. Und ich glaube, das war dann auch schon das Schwierigste. Das haben wir. Und den Rest haben wir auf dem Bus. Ah, die Titaniumringe brauchen wir noch. Und wie wir sehen, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Materialien, die wir am Eingang haben. Das heißt, wir brauchen 3 Bänder mit je 2 Materialien drauf. Wir können hier die beiden schon mal zusammenlegen.
Und dann brauchen wir hier für die Kugellager brauchen wir Kugeln. Und Lager. Und wenn wir das hier durchziehen, brauchen wir hier Titanium. Und da brauchen wir Schmiermittel. Output geht hier drauf. Und dann schauen wir mal, wo wir das Schmiermittel herbekommen. Plus das Titan. Titan ist ziemlich weit unten. Wenn ich mich nicht täusche. Oh, und dann hier. So. Da haben wir Titan. Und Schmiermittel, Schmiermittel, Schmiermittel. Haben wir das noch nicht? Haben wir noch nicht auf der anderen Seite von unserem Bus. Dann ziehen wir das mal rüber und dann gehen wir wieder die Untergrundrohre aus. So, damit wir hier was so rumbiegen können und dann unsere Kugellager bekommen. Sehr schön. Und dann brauchen wir vierundzwanzig Fabriken, Montagemaschinen für unsere Wissenschaftspakete für Zubehör, so heißen die Grünen. Und das hier ist alles Eingang. Einmal lang, einmal mittel.
dann Ausgang. Dann sind das 4, 8, 12, 16, 20, 24. Da haben wir den Ausgang. Strom. Dann machen wir das hier hin. Und da machen wir die Kugellager dran. Dann brauchen wir noch Elektromotoren. Machen wir hier drauf. Und so wie es aussieht, müssen wir uns um Kunststoff kümmern, als wir da mehr. Eins zu weit. Hier sind unsere Elektromotoren. Und dann brauchen wir Leichtbauteile. Und die blauen Schaltkreise. Die müssen wir beide von hier unten holen. Recht, dann brauchen wir einiges an Untergrundbändern, bis wir da alles nach oben verfrachtet haben. Gleich. So. Das ist der Untergrundteil. Und dann müssen wir hier noch schauen, dass wir die Materialien hochbekommen vom Bus weg. Und das sollte dann alles sein. Also was uns jetzt noch fehlt, ist, dass wir das Förderband da nach drüben legen, hier hin, und zwar auf die Hälfte vom Band, denn die andere Hälfte, das wird dann wahrscheinlich die Raketenforschung sein. Gut, wir werden das noch machen und dann werden wir sehen, was wir forschen können. Und da kommen unsere grünen Fläschchen.
Leider werden das auch so ziemlich die einzigen sein für eine Weile, denn es mangelt uns an Kunststoff, das wir benötigen für die Leichtbauteile. Aber wenn wir hier schauen, was können wir forschen, dann denke ich, machen wir doch hier mal den tragbaren Fusionsreaktor. Immer gut. Dann Laser. Greifarme, ein bisschen mehr Inventar, Roboter Speed und Kapazität, und damit ist unsere Schlange voll. Und natürlich werden die paar Fläschchen nicht reichen, um hier irgendwas Großes zu reißen, aber wir haben grüne Fläschchen am Start, und nächstes Mal werden wir uns ansehen, was wir denn mit dem Kunststoff machen können, dass wir da mehr rausbekommen. Also bis dann und tschüss!